Herzlich willkommen zur Distelhäuser Ideenkiste. Ich freue mich darauf, gleich mit euch diese wunderbaren Biere zu verkosten. In der Kiste findet ihr 5 verschiedene Biersorten mit insgesamt 18 Flaschen und 2 Gläser. Ganz wichtig, vorne hier auf der Pappe ist der Link zu unserem Verkostungsbogen. Da sollte jeder von euch sich einen ausdrucken mindestens, vielleicht noch einen zweiten, falls man sich verschreibt. Und dann macht er jetzt mal Pause im Video und druckt euch diese Bögen aus. Also, jeder hat jetzt seinen Bogen, dann hole ich unseren Braumeister und wir fangen an. Ich freue mich auf die Verkostung mit euch. Roland, wir können loslegen. Herzlich willkommen zur ersten Distelhäuser Bierverkostung. Ihr habt alle unsere Ideenkiste gekauft. Mit für euch da drin war zum Start ein Distelhell. Im Anschluss gibt es dann einen Urstoff, das Landbier, unser Kellerbier und zum Abschluss unser Blond. Aber wie schon erwähnt, würden wir mit dem Hell beginnen. Dazu gibt es dann von uns, ich hoffe, ihr habt ihn auch ausgedruckt, damit ihr alle mitschreiben könnt, unseren Verkostungsbogen. Und Roland, du erklärst es immer so schön. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja, das ist ja schließlich ein Genussbier und wenn wir genießen, dann machen wir das mit allen Sinnen. Die 5 Sinne, die man ja immer dabei haben sollte, sind das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Hören und das Fühlen. Ja, was hat das jetzt alles mit dem Bier zu tun, beziehungsweise wie wenden wir diese 5 Sinne auf unser Bier an? Ja. Okay, also wir schenken uns natürlich, um das auch richtig genießen zu können, mal eine ordentliche Portion hier in das Glas. Und zwar so, dass auch das zur Geltung kommt, was ein Braumeister auch, worauf er sehr viel Wert legt, dass das Bier auch einen schönen Schaum hat. Und das ist schon das Erste, was wir beim Sehen feststellen. Die schöne weiße Schaumkrone, die hellgelbe Farbe, das ist schließlich auch ein helles. Das sind jetzt die Sinneseindrücke, die wir über das Sehen wahrnehmen. Das Schmecken kommt gleich, aber davor erkläre ich mal noch hier, das hat man ja, du hast es ja richtig schon festgestellt, gehört, das Aufmachen des Bieres. Also wenn der Kronkorken hier von der Flasche kommt, dann zischt es. Oder wenn man hier eingießt und es gluckert, das ist doch schon auch mal ein Sinneserlebnis, was sehr typisch ist natürlich für das Bier und natürlich auch schon mal begeistert, vor allen Dingen, wenn man einen Riesendurst hat. Ja, und ganz am Rande, das mit dem Hören kann natürlich auch so sein, wenn man zu viel getrunken hat, dann kriegt man zu Hause was zu hören. Aber das ist jetzt dabei nicht gemeint. Okay, wir waren beim Schmecken. Das wollen wir jetzt erst einmal ausprobieren. Wir nehmen das Glas, nehmen Prost. Einen kräftigen Schluck und nehmen erstmal auf der Zunge wahr, was für Sinneseindrücke wir über die Zunge wahrnehmen, bitter, salzig, süß, sauer und schlucken das wie üblich runter. Wir sind ja keine Weintrinker, die es dann auch noch wieder in den Eimer spucken, sondern unser Bier ist da viel zu schade. Roland, ja. Du hast mir immer erklärt, man müsse zuerst riechen, bevor man trinkt. Du hast recht, ja. Ich war aber da viel zu schnell. Dann Der Durst geht vor. Also zum Wohl. Euch auch. Wohlsein, wir riechen, genau. So, und was haben wir hier beim Hellen? Ja. Was riechst du? Ich rieche eigentlich eine ganz, ganz feine Note hier vom Malz. Wenn ich unbedingt will, man muss es, glaube ich, wollen, um es zu riechen, kommt hier auch Hopfen durch. Aber man hat eigentlich eine ganz schöne, leichte, malzige Note. Und das ist auch das, was für mich ein gutes Helles auszeichnet. Das ist jetzt zum Beginn, du hast so schön gesagt, gegen den Durst. Ja. Ein Helles ist ein Bier, was man einfach wunderschön und einfach gegen den Durst trinkt. Erfrischend, leicht. Wollen wir es machen? Wollen wir es mal probieren? Ja. Also, zum Wohl. Ihr auch. Zu Hause. Wir lassen den Schluck schön breit über die Zunge laufen. Und dann ist er eigentlich schon fast auf dem Weg nach unten. Und das ist schon mal der erste Eindruck, mit dem wir den Biercharakter auch dann wahrnehmen. Eine ganz wichtige Sache ist, und die hat jetzt wieder auch mit dem Riechen was zu tun, und das sollte man, egal was man isst oder trinkt oder so, auch immer tun, damit man nochmal einen Geschmacks- oder einen Geruchseindruck bekommt, indem man über die Nase ausatmet. Denn dadurch haben wir nochmal eine andere Wahrnehmung, dadurch, dass die Aromastoffe, die im Bier frei geworden sind, durch das Erwärmen im Körper, im Mund, dann, und dann durch die Nase ausatmen, dann nehmen wir nochmal Gerüche anders wahr.
Aromen, die im Bier sind. Und das ist die sogenannte retronasale Wahrnehmung. Aber könnt ihr gleich wieder vergessen, ist nicht so schlimm. Wichtig ist der Geruchseindruck, den ihr dann auch noch mal zusätzlich bekommt. Wollen wir die retronasale Wahrnehmung? Aber sowas von, da ist ja noch Bier im Glas. Bier. Ja, also bin immer wieder ganz glücklich. Jetzt fehlt uns noch ein Sinneseindruck und da kommt man vielleicht nicht gleich drauf, das ist das Fühlen. Aber Bier ist ja eines der Getränke, die ja kohlensäurehaltig sind und diese Kohlensäure führt dazu, dass die Spritzigkeit, die Rezenz des Bieres dann auch zur Geltung kommt. Rezenz heißt, das ist das Entbinden der Kohlensäure auf der Zunge, dass wir auch bewusst wahrnehmen und auch zu schätzen wissen, weil ein Bier ohne Kohlensäure ist schal. Ja. Und das will kein Mensch haben. Und so haben wir jetzt schon einen runden Geschmackseindruck über die fünf Sinne bekommen. Und so wollen wir eigentlich jetzt die fünf Biersorten so nach und nach verkosten. Genau. Und dann haben wir den Einstieg schon geschafft, oder? Was meinst du? Seid ihr klargekommen? Also, ihr nehmt jetzt euren Bogen. Mit dem Hellen sind wir ja schon durch. Und fangt mal an, für euch die Punkte zu vergeben. Macht das nicht als Gruppenarbeit, sondern jeder für sich, weil es zählt euer Eindruck von dem Bier, wie ihr es erlebt. Da gibt es kein richtig, kein falsch, sondern ihr erlebt den Geruch, den Geschmack ganz individuell. Und der eine mag vielleicht das Helle lieber und der nächste freut sich auf das Kellerbier. Vielleicht sollte man den Bogen noch kurz erklären, welche Kriterien da im Einzelnen auch eine Rolle spielen. Ist jetzt, du greifst den Dingen vor, aber das war... Roland. Das kannst du gut, das machst du gut. Wir sind doch ein gutes Team. Ja. Also, es beginnt mit dem Aussehen, das wären zwei Punkte maximal. Das ist ein wichtiger Wert, der gibt den ersten Eindruck. Aber das Aussehen selbst ist natürlich für den Genuss nur ein Teil. Der Geruch ganz wichtig, bis zu vier Punkte. Ihr seht dann hier gleich von schlecht bis verdorben, ich hoffe, das riecht bei dem Bier keiner, jedenfalls bin ich weit davon weg, bis zu vier Punkte, besonders fein, elegant und charakteristisch. Da kommt was ganz Wichtiges. Ein bestimmter Geruch ist charakteristisch für ein Bier. Hier wäre jetzt eine Bananennote, die zum Beispiel in einem Weizenbier richtig wäre, falsch. Ja, in einem Weizenbier wäre sie aber charakteristisch und richtig. Der wichtigste Punkt mit den meisten Feldern, Geschmack. Wie schmeckt mir dieses Bier auf der Zunge? Schlecht bis verdorben, sollte es auch nicht sein. Und stilistisch überragend, 5 Punkte. Also insofern, ich hoffe, die meisten von euch finden sich in diesem Bereich wieder. Das Mundgefühl? Ja, das kommt dann zur Geltung, wenn wir diesen kräftigen Schluck genommen haben. Und das ist das, was dann im Mund zurückbleibt. Man sagt dann auch den Nachtrunk oder die Vollmundigkeit eines Bieres. Auch das, und das war ein wichtiger Hinweis, wir müssen diese Biere auch nach ihren sortentypischen Eigenschaften beurteilen, weil ein Helles soll wie ein Helles schmecken. Da erwartet man auch nicht unbedingt eine Hopfennote oder eine bananige Note wie beim Weißbier, sondern es soll eher ein neutrales, eher leicht malzbetontes Bier sein. Und so muss jede Wahrnehmung dann aber auch mit der Biersorte, mit dem Charakter der Biersorte übereinstimmen. Sortentypische Typigkeit ist ja typisch. Ich habe noch gar nicht so viel getrunken. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du vorher geübt schon? Ja, viel zu viel oder zu wenig, je nachdem, wie man es will. Also wenn ihr dieses Wort sortentypisch nach den fünf Bieren noch einwandfrei aussprechen könnt, dann dürft ihr ruhig noch eins mehr trinken. Ja, dann kommt der Nachtrunk, das hatten wir gerade. Was bleibt eigentlich hängen von so einem Bier? Eben, Bier anders als die Weintrinker, die ja beim Verkosten ausspucken. Als Biertrinker darf man beim Verkosten runterschlucken und den gesamten Körper des Bieres genießen. Und was bleibt denn da hinten in der Kehle? Und da merkt man dann eben, wenn ein Bier sauber gebraut, sauber gelagert, ein Genussbier ist, im Idealfall, haben wir es so schön geschrieben, zwingt zum Weitertrinken aufgrund eines überragenden Nachtrunks. Was denn? Animiert zum Weitertrinken. Ja, Prost. Ich bin gleich fertig, ne? Ja, nur zu. Aber wir können ja mal eine Pause machen. Und zum Abschluss macht ihr dann noch eure Note für den Gesamteindruck. Auch das ist wichtig. Punkte zusammenzählen und schon könnt ihr nach Herzenslust eure Rangfolge eures Lieblingsbieres feststellen. Das funktioniert für jedes andere Bier, was ihr mal verkosten wollt. Wichtig ist, nicht zu kalt, nicht zu warm, sondern wohltemperiert. Wenn das Bier direkt aus dem Eisfach kommt, schmeckt ihr meistens gar nichts. Guter Hinweis, ja. Welche Temperaturen würdest du empfehlen? Wir schreiben es immer drauf. Bei unserem Hellen sind wir bei 7 Grad, da bewegen sich die meisten Biere 6, 7, 8 Grad.
Kälter dürfen sie nicht werden. Grundsätzlich gilt, gutes Bier schmeckt auch etwas wärmer. Wenn ihr zwischendrin mal eine Pause braucht, um eure Ergebnisse aufzuschreiben, drückt auf Pause. Wir warten hier auf euch. Aber deswegen... Ich denke, Bier. Das Wichtigste haben wir gesagt, genau. Ja. Und dann können wir jetzt auch... Wir gehen direkt zum nächsten Schritt, oder? Weitermachen. Oder willst du noch? Nein. Ich finde, wir machen noch leer, oder? Wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, eben. Also okay, komm. Das machen wir. Nichts umkommen lassen. Na, ja. Die Flasche ist offen, das wäre schade. Außerdem müssen die jetzt vor der Kamera alle, vor den Fernsehern zu Hause ja alle aufschreiben. Und wir können doch mal ein schönes Helles genießen. Vor allen Dingen, das ist wirklich ein schönes Helles. Ja. Schaut doch mal die Farbe an und der Schaum, wie er haften bleibt am Glas. Also es animiert zum Weiterdrücken. Geht mir genauso. Ja. Und wir müssen Ihnen gleich noch erklären, warum wir die Gläser mitgegeben haben. Das ist die Rede nicht. Ja. Prost. Wir kommen zum nächsten Bier. Ein Tipp von uns, vorher mal die Gläser ausspülen. Und während ich das Bier hole, Roland, kannst du ja erklären, warum wir eigentlich diese Gläser mitgegeben haben. Ja, also zunächst mal noch eine Bemerkung zum Ausspülen. Jeder Mensch hat ein bisschen Fett an seinen Lippen, auch wenn er nicht unbedingt jetzt gerade eine Leberwurst gegessen hat. Aber das schadet vor allen Dingen dann dem Bierschaum und deswegen ist es ratsam, zwischendurch auch mal die Gläser zu spülen oder ganz frisch gespülte zu nehmen. Wir haben hier besondere Sensorikgläser, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine bestimmte Form haben, die dann diese Eigenschaften, von denen ich vorhin gesprochen habe, hier besonders gut zur Geltung kommen lassen. Wir haben einen großen, bauchigen Boden und wenn man das Bier einschenkt, so wie man das jetzt mit Christoph gerade sieht, erzeugt es einen schönen, dichten Schaum, der sich nach oben hin dann auch verdichtet. Das ist der Stabilität des Schaumes förderlich und gleichzeitig werden auch die Aromen, die im Bier drin sind, nach oben hin verdichtet. Und wenn ich dann hier dieses Glas so nehme und reinrieche, dann habe ich eigentlich den optimalen Geruchseindruck, weil ich die Fülle der Aromen hier sehr gut wahrnehmen kann. Und dann habe ich natürlich auch eine schöne Flüssigkeitsmenge drin und die hilft mir dann... Bier in Ruhe. Das ist meins, ja. Okay. Du musst dir schon selber einschenken. Ja, okay, daran soll es nicht scheitern. Ne? Aber hier kann ich natürlich schön auch die Farbe sehen, die schön satt auch, weil hier an dieser Stelle das Glas ziemlich breit ist und die Farbe des Bieres dadurch schön zur Geltung kommt. Anders ist in einem so schmalen, wo dann eher der Eindruck entsteht, dass das etwas dünner ist. Wenn man das mal in die Lampe hält, dann sieht man eben ganz toll bei diesem glanzfein gefilterten Bier die wunderschöne goldgelbe Farbe, die das mit sich bringt. Manchmal ist fast ein Rotton drin, ganz leicht, aber es ist eine wunderschöne Farbe. Ja, goldgelb würde ich sagen. Ja. Passend zu unserem Märzen-Urstoff. Ja, warum eigentlich Märzen? Märzen. Ja. Wir reden jetzt wieder und keiner darf trinken. Sollen wir nicht erstmal was trinken? Das sind im April, oder? Ja. Sollen wir nicht erstmal was trinken, bevor wir den Leuten jetzt weiter... Ich meine, ihr trinkt vielleicht schon. Ich habe schon wieder trockene Kehle. Ja, okay. Ja, machen wir mal. Ja. Also ihr seid hoffentlich so klug gewesen. Schon. Ja, genau. Wohl sein. Also, wir machen das wie gehabt. Riechen. Mhm. Schmecken. Was riechst du da jetzt, Roland? Auch wieder in sehr schönen Malzton, wenig Hopfen, gar keinen, also dieses aromatische, was man nachher auch beim Pilz, denke ich, haben. Na, wir haben keinen Pilz, oder? Wir haben Blond. Aber das kennt wir ja haben jeder. Das Blond dabei. Das Blond. Da haben wir Hopfen ausreichend drin. Aber hier beim Märzen ist der Hopfen eher von zweitrangiger Bedeutung. Das Märzen hat noch ganz leichte Fruchtigkeit. Ich trinke jetzt mal, während ihr redet. Ja, okay, gut. Ja. Du hättest schon weiterreden können. Wir haben alle dir begeistert zugehört. Ich habe doch gesagt, dass ich eine trockene Kehle habe. Ja, also gut. Jetzt geht es besser aus. Jetzt geht es besser. Man merkt auch, das flutscht auf einmal viel besser. Hängt damit zusammen, dass wir hier eine ordentliche Stammwürze haben. Ja. Du weißt, was Stammwürze ist. Ich schon, aber vielleicht nicht jeder. Ja, dann erklärst du. Aber du machst das viel besser, Roland. Ah. Du bist da. Ich hätte jetzt was zum Restzucker gesagt gleich. Weil ich das bei dem Bier so schön finde. Dann bin ich mal gespannt hier. Also Stammwürze, wer das noch nicht weiß. Das ist so blöd, wenn der Kaufmann dabei steht und der Braumeister zuhört. Das wird gleich schlimm. Wir vergeben hinterher Noten. Ja. Das ist ja schon dreimal durchgefallen. Stammwürze. Stammwürze bezeichnet den Extraktgehalt vor der Vergärung. Also das ist der Gehalt an Zucker, der durch die Arbeit im Sudhaus, durch das Löslichmachen, durch das Maischen, das Läutern, Würze kochen und all diese Prozesse, wie wir sie im Sudhaus haben, entstanden ist, also vor der Vergärung. Und aus diesem Extrakt macht die Hefe dann Alkohol und Kohlensäure. Das heißt, in einem bestimmten Verhältnis entsteht aus der Stammwürze dann der Alkohol.
Wir haben hier eine relativ hohe Stammwürze von 13,5% im Vergleich zu unserem Hellen, was wir vorhin hatten, das etwa bei 11,7, 11,8 liegt. Das ist eher an der unteren Grenze. Und resultiert hier bei unserem Märzenbrudertyp dann auch ein ordentlicher Alkoholgehalt von ca. 5,6 bis 5,8%. Das erzeugt dann im Geschmack auch ein schönes Mundgefühl, eine Vollmundigkeit, so wie wir sie beim Hellen eigentlich nicht haben. Oder wie empfindest du das? Das geht mir ganz genauso und das finde ich an diesem Bier so wunderschön. Für mich ist es das ideale Vesperbier. Und was da ganz wesentlich ist in dem Geschmackserlebnis, ist dieser, ich habe es gerade schon mal gesagt, Restextrakt. Also der Rest der Stammwürze, der Rest des Zuckers, der nicht zu Alkohol umgewandelt wurde, sondern im Getränk verblieben ist. Und hier ist eben ein recht hoher Restextrakt drin. Mhm. Und das macht die Vollmundigkeit aus. Das lässt diesem Bier einen gewissen Körper, anders als beim Hellen, was wir gerade schon getrunken haben, das in der Art ja eher leichter ist. Und da ist eben der deutlich höhere Anteil der Stammwürze umgewandelt in Zucker. Ich finde dieses Bier wunderbar. Für mich gehört es eigentlich in jeden wohlsortierten Bierkeller. Und vor allen Dingen zu jedem Volksfest. Definitiv. Das ist so das klassische Festbier. Ja. Oktoberfestbier oder was weiß ich, Wertheimer Messe. Oder das in einem Krug auf der Bierbank ist ein Fond Bierkultur, die ich einfach die letzten zwei Jahre sehr vermisst habe. Und ich freue mich unheimlich drauf, wenn wir dieses Jahr wieder das ein oder andere Fest gemeinsam feiern können. Ihr könnt es jetzt schon haben. Genau. Ja, ihr habt es ja auch in eurem Überraschungspaket. Ja? Also, sehr zum Wohl. Also nochmal verkosten. So, jetzt nochmal zurück zur Frage, woher kommt der Name Märzen? Ja. Da gibt es verschiedene Versionen, aber es beruht immer auf der Tatsache, dass zu den Zeiten, es war also schon im späten Mittelalter oder noch später, wo in den Städten immer eine sehr hohe Brandgefahr geherrscht hat. Und die war natürlich im Sommer höher. Und deswegen durfte nur bis Ausgang März gebraut werden. Über den Sommer hat man das verboten, um, wie gesagt, die großen Brände dann auch zu vermeiden. Und damit das Bier länger über den Sommer hält, hat man es stärker eingebraut. Daher kommt die höhere Stammwürze. Und dieses Bier kam dann in die Bierkeller. Die hat man vorher mit Eis gefüllt. Ja. Mhm. Und das hat dazu beigetragen, dass das Bier dann auch nicht verdorben ist. Es wäre ja genauso warm geworden über kurz oder lang. Aber das war dann die Art der Lagerung des Bieres. Durch die höhere Stammwürze hat es auch länger gedauert, bis das Bier ausgereift war. Also so hat man sich ein Stück weit über diese Monate gerettet. Und diese Bierkeller, die waren ja außerhalb der Stadt. Und über die Keller hat man diese Kastanien gepflanzt. Damit schattig bleibt. Und daher kommt es, dass die Kastanie eigentlich der Biergartenbaum ist, den wir in den Biergärten so gern mögen, weil er auch sehr viel Schatten spendet. Auf den Bierkellern ist im Sommer dann der Biergarten entstanden. Die Menschen sind dahin gepilgert, um sich ein frisches Bier zu holen. Ja. Der Fachmann hat ein Märzen bestellt, das letzte schön und vollständig gebraute Bier des Jahres, setzte sich oben hin, brachte sich sein Vesper mit und saß unter einem der Kastanienbäume und genoss seinen freien Tag. So ist es. In dem Sinne, ich hoffe, ihr genießt auch. Sehr zum Wohl. Sehr zum Roland. Auf das Märzen-Urstoff von der Distelhäuser Brauerei. Jo. Ja. Das ist ein ganz schöner Zug heute hier. Ja. Du weißt, dass wir noch ein bisschen was vor uns haben. Ja. Ne? Wir haben unsere Gläser wieder gespült und kommen direkt zum nächsten Abschnitt unserer Verkostung. Roland, das Landbier. Das Landbier. Das Landbier. Mhm. Für mich ein wunderschönes, immer wieder sehr aromatisches Bier. Ganz ungewöhnliche Geschmacksnoten. Ganz kurz mal zwischendrin an euch die Frage, während der Roland jetzt arbeitet und die Flasche öffnet. Jeder, was er kann. Ne? Wie hat es euch denn bis jetzt gefallen? Kommt er mit? Haben euch die Biere schon geschmeckt? Oder seid ihr schon weiter als wir? Ja, und jetzt hier merkt man schon gleich eine ganz andere Farbe. Wunderschön. Das ist ja braunrot. Ne? Ja, das ist ja auch ein Kupferrot. Ja. Ein Rotbier. Wir haben es sogar aufs Etikett geschrieben. Ich weiß nicht, der Braumeister trinkt mehr, als dass er Etiketten liest, ist mir klar. Ja, beim Trinken kann ich keine Etikette lesen. Ja, das habe ich erwartet. Ja, aber wunderschön. Schau mal, wie das hier im Glas steht. Und der Glanz, der ist fantastisch. Ne? Ja.
Was ist da jetzt anders? Oh, riech mal. Dann merkst du schon, was da anders ist. Merkt ihr es auch? Ganz neue Aromatik in der Nase. Ja. Das hat ja schon fast so eine Karamellnote. Karamellig. So ein bisschen wie soll man sagen, ja, doch schöne Schokolade auch ein bisschen dabei. Also die Schokolade gehört jetzt für mich den Karamell. Bereich, den muss ich riechen wollen. Aber Karamell bin ich absolut dabei, wunderschön. Was ist Süße? Die Süße? Eine Süße. Kann man jetzt Süße riechen eigentlich? Riech mal rein. Man hat zumindest das Gefühl, das muss ein süßes Bier sein. Ja. Wollen wir es mal probieren? Ja, wir haben immerhin diesmal zuerst gerochen und keinen Fehler gemacht, gell? Ich habe ja dich dabei. Also. Ja, dann kann ich schon mal trinken. Gut. Man schmeckt jetzt hier, finde ich, das Malz, was dem Bier auch die Farbe gibt. Und so ein paar Röstaromen sind auch dabei. Also das meine ich. Das hat jetzt einen ganz anderen Charakter als die beiden anderen Biere. Das waren ja ausschließlich helle Biere. Untergärig sind sie übrigens alle. Ja, da kommen wir gleich obergärig zu. Ab jetzt wird es obergärig dann. Können wir dann nachher erklären, wo da der Unterschied ist. Sonst stiften wir Verwirrung. Aber bei diesen untergärigen Bieren, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, kommt der Charakter der Rohstoffe besser zur Geltung. Das heißt, wenn ich ein Malzaroma habe, das kommt das raus beim Pilz, entsprechendes Hopfenaroma. Und ich kann diese Abstufungen besser wahrnehmen als bei einem obergärigen Bier, wo die Hefe dann dominant ist. Aber dazu später. Hier haben wir, wie gesagt, ein schönes untergäriges Bier, was durch die Spezialmalzsorten charakterisiert ist. Hier ist viel Karamellmalz drin. Daher kommt natürlich das Karamell. Wir haben entsprechende dunkle Malze drin. Einen sehr hohen Anteil, übrigens über 60%. Das trägt natürlich zu dem Charakter bei. Landbier ist eine typisch fränkische Sorte, die so speziell in unserer Gegend eigentlich sehr weit verbreitet war, muss man sagen. Pils hat natürlich hier heute auch eher die Dominanz. Aber fränkisches Landbier, das ist schon auch eine sehr regionale Spezialität. Als traditionelle Biersorte aber immer sehr beliebt. Also es gibt eigentlich immer wieder die Nachfrage danach, das merken wir direkt von den Kunden. Ja. In vielen traditionellen fränkischen Gasthöfen ist ein Landbier nicht von der Karte zu denken. Ja. Und ich empfehle es jedem, dass sich mal auch zu einem schönen Nachtessen eine Flasche zu öffnen. Das ist eine würzige Brotzeit mit Speck und Käse. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein schönes fränkisches Schäufele mit einem dicken Kloß und dann so ein Bier dazu. Also, das ist übrigens auch ein Aspekt, den man auch bei der Verkostung auch immer mal wieder berücksichtigen sollte. Man muss eine Verkostung nicht immer vor einem leeren Tisch machen, sondern schön beim Essen. Man kann diese Biersorten, so wie ihr sie jetzt in eurem Kasten habt, auch schön mit Freunden bei einem guten Essen genießen. Ich glaube, wir müssen mal mit unserer Marketingabteilung reden, dass die uns hier ohne Essen hinstellen. Ich finde es sowieso unmöglich, dass wir reden vom Essen und kriegen nichts. Und müssen trinken. Und so wie ich die einschätze, dürfen trinken und kriegen nichts zu essen. Und so wie ich die einschätze, haben die nichts vorbereitet, sondern erwarten, dass wir hier einfach arbeiten. Ich denke, da ist mal ein Kritikgespräch fertig. Aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. Nein. Also ich finde dafür, das hat das Bier verdient, dass man dem auch genug Anerkennung auch zukommen lässt. Sehe ich auch so. Und das tun wir hiermit. Also schaut euch nochmal die schöne Farbe an. Und achtet mal beim Trinken im Vergleich gerade zu den Märzen, was hier für eine angenehme Bittere aus den Röstaromen auf der Zunge ist, wenn ihr dieses wunderschöne Bier genießt. Mhm. Wohlsein. Sehr zum Wohl. Roland. Prost. Ich persönlich liebe ja auch das Farbspiel im Glas zwischen dem hellen Schaum und dem wirklich, wenn man es ins Licht hält, wunderschön. Da kommt der weiße Schaum natürlich schön zur Geltung und der Kontrast ist schon wirklich beeindruckend. Ja. Habt ihr gut gemacht. Danke. Das Marketing hat mich gerade zusammengefaltet. Was wollten die? Ja, wir sollen aufhören zu meckern und unsere Arbeit machen. Die sind ganz schön frech. Ja, finde ich auch, aber sie haben ein bisschen recht. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Naja. Dann holen wir uns noch ein Bier, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Ich glaube, du wolltest was trinken. Ja, ich muss, ja. Ja, du darfst. Das ist meine Arbeit, Roland. Ja. Ja. Gut, du machst das, was du am besten kannst. Teamwork. So, was haben wir jetzt? Kellerbier. Ein Kellerbier. Warum Keller? Hast du das jetzt aus dem Keller geholt? Auch. Okay. Ja, Kellerbier. Viele Brauereien haben ja ein
Kellerbier, aber mein eigentlich ein Zwickelbier. Ja. Das ist aber bei uns anders, das weißt du, ne? Das ist ein bisschen anders, aber der Grundidee bleibt die gleiche. Es ist ein Kellerbier. Ist ein unfiltriertes, unbehandeltes Bier, das direkt aus dem Keller kommt. Insofern ist es richtig. Aus dem Bierkeller, also nicht aus eurem Keller, da kommen viele Biere her, sondern das kommt direkt aus dem Lagerkeller der Brauerei und wird ungefiltert in die Flasche gebracht. Wobei man muss in Brauereien immer aufpassen, wer die Videos bei uns kennt, weiß das. Es heißt hier so ziemlich alles Keller. Also wir haben einen vierstöckigen Lagerkeller, der geht vier Stockwerke nach oben. Das ist ein Lagerkeller-Hochhaus. Ja, genau. Das gibt es nur bei uns. Das gibt es nur in Brauereien. Und jetzt merken wir wieder die Diskriminierung der Braumeister für die kaufmännische Verwaltung. Warum? Weil ich habe eigentlich fast keinen Trub im Glas abgekriegt. Das ist genug. Ja. Ja. Also es ist kein Hefeweißbier. Ja. Es muss nicht so hefetrüb sein wie ein Hefeweißbier, wie gesagt, sondern man muss merken, dass es unfiltriert ist. Und das ist es. Ja, aber man sollte trotzdem noch, da gehen die Meinungen vielleicht auseinander, aber da denke ich, ist es wichtig, dass man auch hier noch schön die Farbe sehen kann. Ja? Schöne Farbe hat es, ja. Und das muss man natürlich auch sehen, damit auch der Schaum wieder schön zur Geltung kommt. Aber das ist jetzt doch kein Zwickelbier, oder? Jetzt definieren wir mal den Unterschied. Ja, bei uns ist ein Kellerbier, nicht einfach ein Zwickelbier. Ja. Ein Zwickelbier ist eine, in den meisten Brauereien zumindest, ist es so ein normales Bier, so wie beispielsweise unser Märzen oder auch das Helle, das unfiltriert einfach abgefüllt wird. Damit spart man sich ein bisschen was. Und den Filter. Und das sieht natürlich dann auch so ähnlich aus. Ja. Ja. Wir sind da ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ja, wir wollten ein ganz spezielles Kellerbier machen, das sich von den anderen unterscheidet. Und da fängt schon mal an. Wir haben kein untergäriges Bier genommen, sondern ein obergäriges. Das heißt, mit einer ganz speziellen Hefe vergorenes Bier. Die Hefe haben wir ausgewählt. Das ist zwar eine obergärige Hefe, aber keine Weißbierhefe, weil die obergärigen Hefen... Ich habe mal irgendwann gelernt, die obergärige Hefe kommt aus Oberfranken und die untergärige Hefe aus Unterfranken. Ja, ich weiß nicht, aus welchem Bundesland du kommst, aber... Nein, das ist nicht ganz so richtig. Nicht? Also ober- und untergärig, ich versuche es mal in ganz wenigen Sätzen zu beschreiben. Das ist wie bei den Pferden. Mhm. Ja, da gibt es Warmblüter und Kaltblüter. Ja. Ja, das sind verschiedene Rassen. Mhm. So gibt es auch bei den Hefen unterschiedliche Rassen. Wir haben eine untergärige Heferasse oder untergärige Heferassen und untergärige und obergärige Heferassen. Und innerhalb einer Rasse gibt es auch verschiedene Eigenarten, also Stämme. Mhm. Ja? Und da wir ja immer Reinzuchthefen verwenden, das heißt, die Hefen, die wir verwenden, haben alle die gleichen Eigenschaften, weil sie zu einem bestimmten Stamm gehören. Ja? Das hat nichts mit Indianern zu tun, aber sie gehören zu einer Familie. So, und warum machen wir das? Innerhalb dieser Stämme hat jede Hefe ihre bestimmten Eigenschaften. Ja? Eine obergärige Weißbierhefe ist ein eigener Stamm, der genau die Eigenschaften produziert, also Aromaeigenschaften vor allen Dingen, die wir beim Hefeweißbier kennen. Aber es gibt noch 1000 andere Stämme, Obergärige, die jede für sich auch wieder einen anderen Charakter erzeugt. Und da haben wir aus der Vielzahl einen Stamm ausgewählt für unser Kellerbier, für unser obergäriges Kellerbier, der diese fruchtigen Noten, diese ein bisschen nach Weinhefe, nach Most vielleicht so artig. Ich finde es ja fast orangig immer, wenn ich da reinrieche. Also, es ist eine tolle Aromatik. Da kann man viele Aromen erkennen, die Ähnlichkeit haben mit Früchten, mit Beeren, mit vielleicht mit mal Obst. Das bringen alle obergärigen Hefen mit, gell? Ja. Alle obergärigen Hefen haben diese, im Weizen kennt man die Bananenaromatik, die kommt von der Hefe. Von der obergärigen Hefe. Kommt nicht vom Weizen. Nicht vom Weizenmalz. Nicht vom Weizenmalz, genau. Sondern von der obergärigen Hefe. Von der Hefe. Und hier haben wir jetzt eine wunderschöne Aromatik, die eben für mich eher aus dem Bereich von Orangen kommt. Wenn man da rein riecht, hat man so eine gewisse Orangenfrucht. Ganz angenehm. Und wenn man es trinkt, hat man auch das Gefühl dieser Fruchtsäure auf der Zunge. Und das nimmt dem eigentlich schweren und wuchtigen Kellerbier, Zwickelbier, dem nimmt die obergärige Hefe ganz viel von dieser Mastigkeit und gibt ihm eine Frische und macht mir immer Lust auf den nächsten Schluck. Und diese Frische kommt auch von der Trockenheit, die das Bier hat gegenüber wenig Restextrakt. Ihr habt vorhin aufgepasst. Ne? Es ist hoch vergoren und auch die Hefe, die bringt doch einiges an Gerbstoffen mit, die dann diese Trockenheit erzeugt, die wir nach dem Runterschlucken im Mund fühlen. Mhm. Ich probiere es gerade nochmal aus. Ja, ich bin schon lässig am Trinken. Ja. Ja.
absolut. Und jetzt spürt man auch wieder beim Ausatmen durch die Nase, dass die Aromen sich ganz unterscheiden von den anderen untergärigen Bieren, die wir am Anfang gehabt haben. Da ist eine Fülle da von, ja, auch an Birnen, so Birnen. Für Birnen. Echt? Ja, ich denke, ja. da ist die Fantasie. Hier seid ihr jetzt wieder genau. Das ist ein Bier, das regt die Fantasie an. Hier seid jeder ihr genau empfindet es ein bisschen anders. Er lässt mich nicht zu Wort kommen. Ja, immer die wichtigsten zuerst. Ja, deswegen. Also, ich finde, das Bier zeigt eigentlich ganz toll auch die Unterschiede hier, dass das persönliche Erleben unheimlich wichtig ist. Das, was ihr erlebt, riecht, schmeckt, wenn ihr so ein Bier trinkt, das ist das Wichtige. Und wenn es jemandem schmeckt, der dieses Bier trinkt, dann ist das so das erste Mal trinkt, dann hat er ein tolles Erlebnis. Es gibt Menschen, die suchen eben nicht diese Vielfalt, die sollten sich dann eher bei einem Urstoff oder bei einem Hellen oder bei unserem Pilz bewegen. Hier haben wir ein Bier mit einer wunderschönen Aromatik. Für mich ist es so ein Anlass, wenn man Feierabend hat und sich nochmal irgendwo zu Hause auf die Terrasse setzt, das erste Bier aufmacht in der Abendsonne mit der Partnerin, dann ist das hier einfach für mich das perfekte Feierabendbier. Und ihr habt ja jetzt auch schon gemerkt, wenn man so eine Bierprobe macht und mal die Vielfalt auch erlebt und jeder empfindet ja diese eigenen Geschmacksempfindungen oder sensorischen Empfindungen anders. Es lässt sich hervorragend über diesen Geschmack streiten. Ja. Und das ist gerade das Interessante. Wir wollen ja, denke ich, auch Bier nicht nur in uns hineinschütten, sondern wir wollen es genießen, wir wollen auch darüber reden und sprechen. Wir wollen über unser Erlebnis hier auch ein Stück weit berichten, wie wir dieses Produkt in seiner Vielfalt, in seinen Ausprägungen auch wahrnehmen. Und das macht es doch gerade interessant. Ja, definitiv. Aber ein Faktor, der bei dieser, der eine Rolle spielt, dass sich die untergärige Brauweise durchgesetzt hat, die hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass wir industrielle Kälte erzeugen können. Das mit der Entdeckung oder Erfindung der Kältemaschine zusammenhängt, weil untergärige Hefen, und du erinnerst dich, was ich vorhin gesagt habe, es gibt Warm- und Kaltblüten. Ja. Die obergärigen Hefen vergären bei warmen Temperaturen, die keine Kälte brauchen, keine Kühlung brauchen. Ja, deswegen waren die in der Vergangenheit ubiquitär. Und man hat erst eigentlich diese untergärigen Hefen, sage ich mal, in ihrer industriellen Wirkung erst nutzen können, nachdem man die Kältemaschine also erfunden hat. Weil diese untergärigen Hefen, die gären bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Ja, und man hat ja früher in der Sterilität nicht diese Möglichkeiten gehabt, Reinzuchthefen zu verarbeiten. Und deswegen ging das einher mit der industriellen Entwicklung. Mhm. Und deswegen hat sich die untergärige Brauweise auch durchgesetzt. Aber ist doch schön, dass wir alles beide jetzt nebeneinander haben können. Und das bewirkt auch die Vielfalt unserer Biere. Und da kommen wir noch zu was, was ich unheimlich... Die spiegelt sich ja auch natürlich hier. Hier wieder. Wir haben Sortiment. 17 Sorten Bier, also ihr könnt hier noch ganz viel machen. Ja. Aber einen wichtigen Punkt haben wir an der Stelle noch. Wir haben bei uns, da sind wir auch sehr stolz drauf, überall das Slow Brewing Siegel auf den Bieren. Mhm. Slow Brewing, da kam jetzt gerade schon was, da steckt das Wort langsam, sich Zeit lassen drin. Und die Hefe ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hefe ist ein lebender Organismus, der warm- oder kaltblütig ist. Und dem Bier die Zeit lassen, sich zu entwickeln, die bei der Gärung Zeit lassen, bei der Lagerung Zeit lassen, ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Die Hefe muss ja den Zucker, den ihr im Sudhaus herstellt, in Alkohol und Kohlensäure umwandeln. Beide Stoffe sind ganz wichtig für ein Bier. Wenn man jetzt der Gas gibt, die Hefe richtig warm werden lässt, so eine untergärige Hefe frisst dann den Tank innerhalb von 24 Stunden, 2 Tagen maximal durch. Der Hefe geht es dann aber so, wie wenn ihr am kalten Buffet seid und euch den Magen vollschlagt. Ja? Die Verdauung ist nicht ganz optimal. Was also die Hefe hinten ausscheidet, ist zwar Alkohol und Kohlensäure, aber mit vielen unerwünschten Gärungsnebenprodukten, die dafür sorgen, dass das Bier nicht so wohlschmeckend ist, nicht so aromatisch ist, wie es eigentlich gewünscht ist. Wenn man jetzt die Hefe runterkühlt, dann braucht sie für den gleichen Gärtank eine ganze Woche. Aber sie isst immer ein bisschen. Das ist dann so, wie wenn ihr 3-mal am Tag eine kleine Mahlzeit esst, dann geht es dem Magen gut, die Verdauung passt, so geht es der Hefe. Und was die Hefe dann produziert, sind genau die Aromen, das der Alkohol, den wir haben wollen. Und so entstehen wohlschmeckende und bekömmliche Biere,
Garant dafür ist das Slow Brewing Siegel. Wir sind mittlerweile knapp 30 Brauereien weltweit. Ja, inzwischen mehr sogar nochmal. Ja. Die sich alle gegenseitig überwachen. Ja. Wir haben also regelmäßige Kontrollen von Kollegen und tun das auch bei den Kollegen. Und das ist eine der Garantien dafür, dass hier ausschließlich wohlschmeckende Genussbiere im Glas sind. Wohlsein. Also bin ganz erstaunt. Also besser hätte ich das gar nicht erklären können. Ich passe manchmal auf, wenn du was sagst. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt alle dabei geblieben seid. Wie hat es euch denn gefallen? Wir freuen uns über ein paar Kommentare unter dem Video. Wir machen das ja auch zum ersten Mal. Mir macht es großen Spaß, Roland. Ja, absolut. Ja. Ja. Wird immer besser. Genau. Und jetzt kommen wir zu meinem ganz persönlichen Lieblingsbier. Es gibt, glaube ich, kein Bier, das so schön zu einem warmen Sommertag passt, gemütlich auf der Terrasse getrunken, im Liegestuhl oder auf dem Sofa. Schönes Aperitifbier. Ja, ganz toll. Super. Ganz wichtig bei diesem Bier, solche Gläser oder wahlweise, wer das nicht hat, einfach ein Rotweinglas nehmen. Ein Blond aus der Flasche zu trinken, ist eigentlich eine Sünde. Das Bier hat eine Hopfenaromatik, die in ihrer Art wirklich wunderbar ist. Man nennt das Kalthopfung. Roland wird gleich noch erklären, was es damit auf sich hat. Das macht er auch viel besser als ich, weil er nämlich genau weiß, wie es geht. Und ich nur in der Theorie. Aber jetzt mal, bevor ihr irgendwas anderes macht, riecht in dieses Glas und ihr habt das Gefühl, ihr steht in einem Hopfenfeld. Das ist traumhaft. Das auf jeden Fall. Also von der Aromatik her ist es wirklich ein sehr außergewöhnliches Bier und auch so gewollt natürlich. Aber auch davor sollte man sich auch mal die Farbe anschauen. Die ist sehr, sehr hell. Ich bin vorgeprescht, ja. Ja, sommerhell und aber trotzdem kommt der schneeweiße Schaum hier sehr gut zur Geltung. Und mich erinnert es beim Einschenken immer, ich erwarte da schon eine ganz bestimmte Aromatik. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht hier. Man riecht die Zitrone, die Zitrusfrüchte raus und das merkt man eigentlich schon beim Angucken. Ja. Ja. Das ist ein und tatsächlich ist es auch so, wenn man da reinriecht, man riecht diese Zitrusnoten, auch ein bisschen Ananas. Ja, und das ist einfach faszinierend, wie ein Bier auch riechen kann. Es ist nach dem Reinheitsgebot gebraut. Also sie haben nicht mit Ananassaft oder Zitronenaroma gearbeitet. Genauso wenig wie beim fünften Bier mit der Banane. Ich glaube, beim fünften darf man mal über das Wort Ananas stolpern. Aber auch das zählt zu den Worten, die man, wenn man sie jetzt noch einwandfrei reden kann, darf man weiter trinken. Also wie gesagt hier, Zitrusfrüchte, das ist so die Aromarichtung, die bei diesem Bier dominiert. Und man fragt sich natürlich als Laie, woher kommt das? Es sind keine Früchte drin, aber diese Fruchtnoten, die kommen explizit vom Hopfen. Und beim Hopfen ist ähnlich wie bei der Hefe, da gibt es auch ganz bestimmte Hopfenstämme. Also die werden eigens gezüchtet nach ihren Eigenschaften. Und die kann man als Brauer aus einer riesen Palette auswählen und die ganz gezielt einsetzen, um bestimmte Aromakomponenten im Bier dann auch zu erzeugen bzw. da reinzubringen. Das ist bei dem Bier ganz bewusst gemacht. Normalerweise wird der Hopfen ja im Sudhaus zugesetzt, im Heißbereich, das heißt der heißen Würze. Und das ist leider so, dass bei dem Hopfen die Aromen in den Ölen drin sind. Ätherische Öle ist ja den meisten bekannt. Und die werden halt beim Kochen wieder ausgetrieben. Deswegen muss man da ein bisschen ein anderer Weg gehen. Man gibt den Hopfen entweder ganz spät, dass wenig dazu verlustig geht, oder geht schon mehrere Schritte weiter und gibt dem fertigen Bier dann nochmal frischen Hopfen dazu. Und dann gehen diese ätherischen Öle ins Bier über. Aber jeder von euch weiß, Öl und Wasser vermischt sich nicht gut. Deswegen muss man sehr viel Hopfen dann auch einsetzen, damit man annähernd diese Aromen dann auch im Bier wiederfindet. Es ist schon eine teure Sache und es ist ein wirklich auch teures Bier. Aber mir ist es lieb und teuer. Wenn wir jetzt weiterreden, dann haben wir die ersten Menschen, die vorm Bildschirm verdurstet sind. Das geht gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Also zum Wohl. Probiert schmeckt, mal. Riecht und wie gesagt, mit allen Sinnen. Es ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Gedanklich Bier. Sitzt ihr jetzt nicht zu Hause vorm Fernseher, sondern ihr sitzt draußen in der Sonne, 30 Grad und habt eure Freundin im Arm. Oder Frau. Oder Freund. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ja, ich kann nicht verstehen. Wirklich toll. Heieiei, sind wir gut.
Tja. Ja. Ich glaube, wir sind schon fertig jetzt, oder? Wir sind damit ziemlich am Ende. Ja. Ihr habt fertig heute. Sind wir? Nein, Ende sind wir. Wir sind am Ende dieser Verkostung. Ein wunderschönes Bier zum Abschluss, unser Distel Blond. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir zwei. Und man hat es gemerkt. Ja. Wir gehen noch ins Brauhaus jetzt, oder? Gute Idee. Ja, einen Absacker schaffen wir noch. Vielleicht kriegen wir dort was zu essen. Ja. Das schreiben wir aber auf Marketing. Genau, schreiben wir auf Marketing. Das machen wir so. Okay. Euch noch viel Spaß mit den Bieren. Und das ist nicht die letzte Auswahl. Da kommt noch was. Genau. Ansonsten schreibt uns mal, ob es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, bitte auch, was wir besser machen können. Und euch allen einen schönen Abend. Genießt die Distelhäuser Ideensammlung. Roland, du bist fertig. Zum Wohl. Ich trinke noch einen auf dich. Tja. Ich glaube, wir haben noch was. Ciao.